Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den 1. FC Köln. Der 1. FC Köln trennt sich mit einem Punktgewinn, einem 2:2 gegen den VfL Wolfsburg und hat damit aus den letzten zwei Spielen gegen Dortmund und eben Wolfsburg immerhin 4 Punkte entführt, was wir vermutlich vorher alle so unterschrieben hätten. Ob das so ist oder ob wir vielleicht doch sogar zu viel gepunktet haben, zu wenig gepunktet haben, genau richtig gepunktet haben, das werden wir jetzt alles im weiteren Verlauf dieser Folge erörtern. Das tue ich nicht alleine, sondern an meiner Seite ist wie immer der David Beckham dieses Podcastes, der Marco aus dem Ruhrpott. Ja, hi, moin, ja. Ja. Du weißt ja, David Beckham sieht gut aus, aber bringt nichts. Nein, das ist natürlich nur ein Spaß. Das ist natürlich nur ein Spaß. Du bringst jetzt sehr viel, du bringst sehr viel und siehst. Und wenn es du hast es, ne? Genau. Wenn es nur die Emotionen sind. Ja. Die ungefilterten Fan-Emotionen. So sieht's aus. Genau. Wir haben uns aber auch wieder einen Gast eingeladen, so wie jede Woche. Wir versuchen immer ein bisschen durchzurotieren. Mal haben wir Fans oder Hörer von uns da oder Hörerinnen. Mal haben wir Leute, die dem FC nahestehen. Mal auch Leute, die vom Fach sind, also die zum Beispiel Journalisten oder Fernsehkommentatoren sind. Heute haben wir jemanden vom Kicker da, der sich beruflich mit dem VfL Wolfsburg beschäftigen, ich sag jetzt mal darf. Aber ich glaube, sein Herz schlägt rot-weiß. Das kann er uns aber gleich selber alles erzählen. Bei uns ist der Thomas Hiete vom Kicker. Moin Thomas, grüß dich. Hallo, grüße euch. Vielen Dank für die Einladung. Und es ist so, das Herz schlägt rot-weiß und das weiß eigentlich auch jeder. Und deswegen kann ich da auch offen drüber reden. Genau. Deshalb kannst du ruhig sagen, du musst dich mit Wolfsburg beschäftigen. Das kannst du ruhig hier so sagen. Ja, nee, ich darf mich mit Wolfsburg beschäftigen. Das ist ein Traumjob, auch der VfL Wolfsburg zu den 18 Bundesligisten. Und das ist schon gar nicht so verkehrt. Also es ist natürlich alles ein bisschen kleiner als jetzt in einer Medienstadt wie Köln. Aber das ist gar nicht so verkehrt. Das kann ich dazu sagen. Das ist schon in Ordnung. Ja, es ist ja wie Trainer sein bei irgendeinem von diesen Bundesligisten. Gibt es ja auch nicht so viele Posten. Da nimmt man dann auch Trainerposten in Wolfsburg. Gesehen, aber ja, das ist schon eine tolle Sache. Ja, nee, es gibt auch Schlimmeres. Und du kannst ja zumindest dann zweimal im Jahr auch den FC live sehen. Das ist ja auch was. Sogar im Stadion ist einer der wenigen wahrscheinlich. Ne? Leider nicht gegeben, weil wir aktuell Corona-bedingt auch immer nur mit einem Mann ins Stadion dürfen. Ah, okay. Deswegen war ich nicht in Köln vor Ort. Okay, schade. Aber jetzt in Wolfsburg warst du vor Ort? Also würdest du, wenn es in Wolfsburg wäre, das Spiel? Ja, dann bin ich aktuell vor Ort. Also wenn Wolfsburg zu Hause spielt, bin ich in der Regel im Stadion. Okay, das heißt, vielleicht hast du Glück und bist der Erste von uns, der wieder den 1. FC Köln live spielen können, sehen wird. Ich war in Bielefeld auf der Alm. An diesem Tag in Bielefeld, da waren die Zahlen gerade okay, da waren auf jeden Fall 2 Journalisten pro Verlag. Ja, und es war traurig und es war so unnötig. Aber da habe ich den FC schon gesehen in diesem Jahr. Live. Da hast du, glaube ich, allen unseren Hörerinnen und Hörern bis auf sehr wenigen Ausnahmen was voraus. Insofern genieß es zumindest. Ja, auch wenn es natürlich nicht das Knallerspiel war, das muss man dazu sagen. Ja. Da du ja hier Wolfsburg-Experte bist, haben wir diesmal darauf verzichtet, einen Fan vom VfL um eine Einschätzung zu bitten. Willst du, Thomas, uns vielleicht ein bisschen was aus der Sicht vom VfL zu dem Spiel sagen? Vielleicht, wenn ich mit einer These einsteigen darf. Ihr kennt ja wahrscheinlich beide den Rasenfunk von Max. Das ist ja ein ganz tolles Format, wo er sich auch alle Spiele anguckt. Und der Max hat so ein bisschen genervt nach dem Spiel Köln gegen Wolfsburg getwittert, er will keine Spiele vom VfL mehr sehen müssen, weil die Wolfsburger aus ihren Möglichkeiten zu wenig machen und mit den Spielern einfach zu wenig Punkte holen. Ist das auch dein Eindruck nach diesem Spiel jetzt? Also ich habe es auch gelesen, was Max geschrieben hat. Kann ich nicht ganz folgen. Die sind jetzt mit 18 Punkten Tabellenfünfter. Das ist nicht so schlecht. Das, denke ich, entspricht auch in etwa dem, was in dieser Mannschaft oder was der Kader hergibt und auch in Relation zu den Mannschaften, die davor sind. Die können natürlich noch besser Fußball spielen. Also wir haben jetzt ein bisschen frisch noch der Eindruck vom Spiel gegen Bremen. Das war offensiv schon klasse und defensiv haben sie ein bisschen was hergeschenkt. Aber die haben wirklich, das ist schon so, die haben eine sehr, sehr gute Qualität im Kader und sind ein ganz unangenehm zu bespielender Gegner. Aber die sind noch ungeschlagen. Das ist nicht so verkehrt und die stehen gut da. Und ich halte es durchaus für möglich, dass die mit dieser Mannschaft, die haben jetzt den Vorteil, dass sie international sich nicht qualifiziert haben in der Europa-League-Qualifikation, dass sie jede Woche ausgeruht in diese Spiele gehen. Und ich halte es durchaus für möglich, dass die da Platz 4 in diesem Jahr vielleicht sogar angreifen können, wenn eine dieser
Top-4-Teams da oben schwächeln sollte. Man muss ja objektiv sagen, Platz 5 bis 4 ist ja quasi das Maximum für solche Vereine wie Wolfsburg. Du wirst nicht an Bayern vorbeikommen, nicht an Leipzig vorbeikommen, nicht an Dortmund vorbeikommen. Da bleibt ja, ja nicht mehr viel. Ja, ja. Also Leverkusen-Gladbach darf vielleicht ein bisschen drauf schielen, ja, ob die mit der Belastung Probleme bekommen dann im Laufe des Jahres, im Januar, Februar. Und dann traue ich denen schon zu, dass sie da oben reinstoßen können. Absolut. Ja, sind wir mal gespannt, ob wir das aus Kölner Sicht genauso bewerten werden, dieses Spiel. Ich habe mal unsere Hörerinnen und Hörer auf Twitter gefragt, habe da eine Umfrage gestartet, nämlich sinngemäß, ob der Punkt, ob der okay geht, ob wir hätten einen Sieg erringen können, ob ein Sieg drin gewesen wäre, oder ob wir sagen müssen, na, eigentlich hatten wir Glück und Wolfsburg hätte den Sieg verdient und wir können echt froh sein, einen Punkt mitgenommen zu haben. Und die Ergebnisse waren sehr, sehr uneindeutig. 38% sagen, Punkt geht in Ordnung. 29% sagen, Sieg wäre drin gewesen. 34% sagen, Glück gehabt, Wolfsburg war besser. Und unser auch schon Gast hier und Hörer, der Moritz, schreibt all of the above, also alles Vorhergesagte. Und irgendwie trifft es das ziemlich gut, ne? Irgendwie wäre alles drin gewesen. Punkt, Sieg, Niederlage. Es war so ein Spiel, was in alle Richtungen hätte gehen können, oder? Wie seht ihr beiden das? Ja, also ich meine, wir haben zweimal geführt. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir aus zwei Standardsituationen geführt haben, anders als im Spiel gegen Dortmund. Wir haben uns zwei Tore erarbeitet. Und wie gesagt, also ich meine, Wolfsburg ist eine klasse Mannschaft, das muss man spielerisch durchaus zugestehen. Aber also ich fand jetzt nicht, dass wir chancenlos waren. Wolfsburg hatte sicherlich auch Momente und Phasen in dem Spiel, wo sie uns dominiert haben oder zumindest uns im Griff hatten. Alles andere würde mich aber auch wundern. Also, wir haben jetzt gegen Dortmund gewonnen, aber jetzt nicht irgendwie 17 Spiele hintereinander gewonnen. Also, das war schon okay, was wir gespielt haben. Klar hätten wir da mehr Punkte als den einen holen können, aber das 2-2 geht in letzter Instanz so völlig in Ordnung, denke ich, spielerisch. Ja, finde ich auch. Man hat so ein bisschen das Gefühl, scheiße, gerade weil so ein Sieg so wertvoll ist und drei Punkte und zweimal führst du irgendwie das Ding nach Hause bringen und diese Führung vielleicht dann länger halten in der zweiten Halbzeit, dann glaube ich, wäre die Chance gestiegen. Aber allein die Tatsache, dass man früh das 2-2 wieder gekriegt hat, dass man zweimal so einen Rückschlag erlitten hat und dann stabil bleibt gegen diese wirklich angehende Top-Mannschaft aus Hamburg, das finde ich, das war gut. Und hinten raus in der zweiten Halbzeit hat der FC ja tatsächlich auch geschafft, sich so ein bisschen zu befreien und auch nochmal im Ansatz gefährlich zu werden. Wenn ich an Marius Wolf Lauf denke, wo er dann weder passt noch abschließt so richtig. Hier und da hatte man schon das Gefühl, die können sich jetzt befreien und für ein bisschen Entlastung sorgen. Und gerade nach dieser einen Woche, nach dem Dortmund-Spiel, wo man dachte, okay, das ist der große Ausrutscher des 1. FC Köln gewesen, dann dieses Spiel wirklich zu bestätigen, nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch mit der Leistung, ist für den FC, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Ja, absolut. Also ich finde die Leistung noch wichtiger als das Ergebnis, dass man jetzt eben auf ein gutes Spiel dann nicht wieder im nächsten Spiel das alte Gesicht, das Union-Gesicht zeigt, sondern eben an diese Leistung, an die Laufbereitschaft, diese Kampfbereitschaft, diese Leidenschaft aus dem Dortmund-Spiel anknüpft und ja auch Wolfsburg da durchaus Paroli geboten hat. Ist natürlich auch eine Mannschaft, die vielleicht eher mit Dortmund zu vergleichen ist als mit Union Berlin. Ne? Also haben spielerisches Potenzial, haben diesen einen Stürmer von drin, den man immer zustellen muss, Wout Weghorst in dem Fall. Deswegen habe ich schon gedacht, dass dieses Spiel dem Dortmund-Spiel ähnlich werden könnte. Nur beim FC weißt du halt nie. Da kann ja immer in der ersten Minute der erste Torschuss reingehen von Weghorst oder von Arnold oder so. Und dann musst du wieder dem Rückstand hinterherlaufen. Aber das haben wir ja sehr gut und sehr wach verteidigt. In der letzten Saison das Spiel in der Rückrunde im Januar, als der FC 3-1 gewonnen hat und Weghorst auch gleich am Anfang ganz frei vor Timo Kopfball. Gerade daran musste ich auch denken, gerade an dieser Szene, ganz genau. Ja. Da hat mir damals, also das war ja wirklich so der große Auftritt von Timo. Da können wir sogar jetzt nochmal drüber über ihn reden, über ihn. Hat ja hier auch dann doch den einen oder anderen Safe wieder gehabt. Ne? Der Fernschuss direkt in der 6. Minute von Brekalo wird mir da einfallen. Und da gab es ja noch einige Szenen, wo Timo uns auch wieder einen Punkt gerettet hat. Wobei ich sage, den Fallrückzieher von Philipp, den muss er halten.
Ich bin da immer auch ein bisschen, ich habe da immer einen etwas kritischeren Ansatz und habe sogar überlegt, ob er bei diesen 2-2, wenn ein Schritt weiter draußen steht, ob er da nicht einfach rausgehen kann und den pflücken kann. Aber diese Strafraumpräsenz hat er dann auch einfach nicht und hat es dann okay gemacht, natürlich. Also diese dramatische Schwäche, die er zu Saisonbeginn hatte, die hat er momentan so ein bisschen im Griff, möchte ich sagen. Ja. Zum Glück. Wobei, ich habe auf Twitter gelesen, Leute meinen auch, er hätte den Freistoß. Naja, vielleicht halten oder zumindest versuchen können zu halten und halt nicht wieder auf ein Knie runtergehen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Er kommt natürlich ganz oft den Bällen nur hinterher und wirkt dann unhaltbar und manch einer fliegt dann und hält den irgendwie. Also durch Hinterhergucken hat noch nie ein Torwart einen Ball gefangen, das ist auch klar. Ja, das ist so mein Ding. Also wenn Horn springt und er kommt nicht mehr an den Ball und der Ball ist drin, dann denke ich mir, naja, er hat es zumindest versucht. Also, ganz oft hast du der macht so einen Step, dann macht er noch so einen kleinen Hüpfer, dann noch einen Hüpfer und dann guckt er ein. Und dann siehst du einfach, wie der so wegknickt mit der Hüfte und den Ball hinterher guckt. Und dann denke ich mir jedes Mal so, ja, dann spring doch wenigstens. Also, dann versuche doch zumindest den Ball so zu halten. Wenn du nicht drankommst, ja, geschenkt, dann ist der halt drin. Also der ist auch nicht schlecht geschossen. Maxi Arnold hat leider der hat nun mal einen guten Distanzschuss und der kann gute Freistöße schießen. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt zum ersten Mal passiert ist, dass der so ein Ding reinmacht. Aber wenn du es halt nicht versuchst, dann ist mir das halt zu wenig. Also ich denke dann immer so, jo, wäre der da vielleicht nicht dran gekommen? Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass Arnold genau dahin schießt, war relativ hoch. Genau. Linksfuß. Und der schlägt jetzt auch nicht direkt im Winkel ein, das muss man auch dazu sagen. Nee. Ich denke auch, wenn du da einfach ein bisschen zockst und ein bisschen spekulierst, einfach mal auf gut Glück, kannst du den wahrscheinlich sogar halten, tatsächlich. Ob da jeder Torwart spekulieren würde oder doch lieber sein Eck zumacht, weiß ich nicht. Aber andererseits, wenn du siehst, dass wir halt einen Freistoß 22 Meter vom Tor hergeben, ich habe das Unheil dann schon kommen sehen, als ich die Position gesehen habe und Arnolds Position zum Ball. Also da geht die Fehlerkette ja schon los, dass Bornau den einfach da nicht faulen darf, damit dieser Freistoß gar nicht erst entsteht. Ja, war unnötig. Also wie gesagt, die Qualität hat Maxi Arnold leider dann auch, um die Dinger halt reinzumachen. Ich finde, Maxi Arnold ist ein Unsympath vor dem Herrn. Das ist halt der Spieler, ernsthaft, wenn ich... Dem kann und muss ich widersprechen. Der wirkt natürlich so auf dem Platz und da ist er der typische. Ich habe jetzt gestern Abend beim Laufen den Podcast mit Marc van Bommel gehört, der auf dem Platz natürlich auch das Arschloch vor dem Herrn war und einen sehr sympathischen Eindruck hat. Also Maximilian Arnold ist ein ganz wunderbarer, höflicher, sympathischer Mensch. Ist auf dem Platz natürlich eine Drecksau, aber die braucht und diese Drecksau würde ich mir beim FC tatsächlich hier und da auch mal mehr wünschen, gerade in diesem Bereich. Aber wie er rüberkommt, das kann ich nachvollziehen. Er hat auch eine. Ich kenne ihn jetzt nicht. Also einfach so von meinem Gefühl her ist das jemand wie in Thomas Müller, die würde ich gern mal zusammen in der Bar treffen. Also ich weiß, dass der Dennis lange Zeit den Podcast alleine machen würde. Zumindest zweimal 15 Jahre wahrscheinlich. Also ich glaube, beide würden das nicht überleben. Maxi Arnold hat immer noch gegen zwei Profifußballer, siehst du gar kein Land. Da bist du eher das Problem. Hör mal, ich stehe da. In der einen Hand habe ich so einen Barhocker und in der anderen so einen Maßkrug. Ja, lass uns mal keine Gewaltfantasien hier. Ich würde jetzt mal eine komplett unpopular Opinion vertreten. Ich hätte ihn sogar gern bei uns in der Mannschaft, den Arnold. Hat ja, Thomas gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass wir auch so einen Drecksack brauchen. Und er ist doch eigentlich Dirk Lottner reborn, oder? Maximilian Arnold, also ja. Ja, von der Spielweise her. Ja, aber also der hat sich wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau in den letzten 1-2 Jahren stabilisiert. Ja, dass er nicht zu uns geht, ist mir klar, aber wenn ich mir das wünschen darf halt, ne? Ja, also der würde vielen Mannschaften in Deutschland aktuell ganz gut zu Gesicht stehen sogar. Der läuft natürlich als Wolfsburger immer so ein bisschen unterm Radar, weil da nicht der ganz große Fokus drauf steht, aber der ist schon einer der Top-Mittelfeldspieler in Deutschland, auch was die Zahlen betrifft, also was Tore und Vorlagen betrifft, der hat sehr, sehr gute Standards. Also der ist schon gut. Eigentlich komisch, dass da irgendwelche Freiburger oder Augsburger willkürlich zur Nationalmannschaft eingeladen werden, aber über den Arnold nie nachgedacht. Oder gut als
als Ersatzspieler dann in Dortmund, da fragt man sich schon so ein bisschen, warum bekommt der, hat ja schon mal ein Länderspiel gemacht, also der war ja schon mal im Fokus von Jogi Löw, auch wenn das nur so ein Testländerspiel war, aber ist 29 Europameisterschaftskapitän gewesen dann, als sie den Titel geholt haben, also der hat auch beim DFB durchaus auch schon was vorzuweisen. Ja, aber genug über VW-Spieler, lass mal über Fortschritte reden. Jan Thielmann, geiles Spiel, oder, von dem Jungen? Ja. Also, das Tor war glücklich, aber mir sind seine beiden Ballannahmen in der zweiten Halbzeit in Erinnerung geblieben. Und spätestens beim zweiten Mal hat man gemerkt, das ist kein Zufall mehr oder kein Glück mehr gewesen, dass ihm der Ball da dermaßen auf dem Fuß liegt. Nee, das war auch läuferisch, wenn ich überlege, in der zweiten Halbzeit gab es eine Situation, als Beckerlo auf der linken Seite durch war und er hat kurz vorm Strafraum da die Grätsche ausgepackt und geklärt. Also das war bislang, glaube ich, wirklich sein bestes Spiel. Ja, ja, absolut. Also da sieht man auch, was das Tor dann freisetzen kann an so psychologischen Kräften. Klar, der Abschluss war glücklich. Also ich glaube nicht mal, dass er in diese Ecke schießen wollte. Ich habe gerade mit Marco schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich glaube, der wollte in die Kurze und hat einfach nur den Ball ein bisschen doof getroffen und dann Schwein, dass Lacroix den eben unhaltbar abfälscht. Aber du musst ja erstmal da stehen, erstmal den Abschluss nehmen, bevor das Glück überhaupt kommen kann. Das haben ja die neun Spiele davor ja auch nicht wirklich hingekriegt. Also da muss man auch Sadi Özcan positiv hervorheben, der überhaupt die Situation erstmal kreiert mit seinem Flankenlauf da und seiner cleveren Rücklage. Und dann muss sich Thielmann da eben auch einfach mal trauen, draufzuschießen, was er dann gut tut. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, ist das Glück da auch mit dem Tüchtigen in dem Fall. Insofern auf jeden Fall das Tor verdient unterm Strich als Mannschaftsleistung. Ja, allein die Tatsache, und das hätte ich nach Spielen gegen Union und Bielefeld und was war dann in diesem Jahr schon alles, hat er fast nicht mehr für möglich gehalten, dass wir aus dem Spiel heraus zur Grundlinie runterkommen und dann den Strafraum auf mehreren Positionen besetzt haben und der Hereingeber, in dem Fall Özcan oder später Rettschler, sich aussuchen kann, wo er den jetzt hinspielt. Das ist zumindest eine neue Qualität, die sie sich, wie auch immer, jetzt in den letzten 2, 3, 4 Wochen wahrscheinlich schon viel länger dann erarbeitet haben, aber es jetzt zumindest so langsam zum Vorschein kommt. Ja, das sehe ich auch so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Thielmann den Ball annimmt, habe ich die ganze Zeit gedacht, wieso schießt der nicht direkt? Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt ist der Ball weg, jetzt vertändelt der den. Und und dann kommt dieser Abschluss. Ja, wie gesagt, Abschluss war glücklich, aber ich finde, das war mit Abstand das beste Spiel von Jan Thielmann. Wirklich richtig gut. Und der Junge ist ja auch noch jung, ne? Also das ist, muss man ja auch noch immer sehen. Also gerade bei den jungen Spielern bin ich da auch eher mal dabei, da auch mal schlechte Spiele durchgehen zu lassen. Ja, ich meine, der baut ja immer noch nebenbei Abitur, darf man ja auch nicht vergessen, ne? Ja. Also wenn ich sehe, was meine Abiturienten für Aufwand betreiben müssen, nur für das Abitur, und die spielen dann nebenbei nicht noch Profifußball, also da muss man schon den Hut vorziehen, dass der beides eben schafft. Und er legt natürlich auch zusammen mit André Duda die Messlatte, gerade jetzt, wenn ich sehe, dass Anthony Modest da unzufrieden wirkt und Anderson dahinter noch steht, die legen die Messlatte, was das Läuferische und was die Intensität gegen den Ball angeht, natürlich ganz brutal hoch für die da jetzt irgendwie vielleicht auch mal wieder reinkommen wollen, weil ich glaube, da dürfen sie einfach nicht nachlassen, weil das ist jetzt die Basis dafür, um Punkte zu holen. Ja, genau. Überhaupt scheint uns dieses neue System gut zu tun, das Gistol der Mannschaft so ein bisschen aus der Not heraus verpasst hat. Dieses bisschen unorthodoxe 3-4-3 oder 3-5-2, was immer das sein mag, mit Duda und Thielmann als zwei falschen Neunern. Da spielen ja auch einige Bundesligisten. Also da ist auch, glaube ich, nicht jeder Gegner drauf eingestellt, auf so eine unorthodoxe Spielweise. Und das ist natürlich Position, da ist Thielmann, glaube ich, auch wie gemacht für, dass er sich dann so ein bisschen in diese Zwischenräume zwischen die Innenverteidiger fallen lassen kann und dann vielleicht geschickt wird. Also er hat ja eine wirklich enorme Grundschnelligkeit. Das hat man gut in diesem einen Defensiv-Zweikampf mit dem Wolfsburger, ich glaube mit Renato Steffen war das, gesehen. Und da kann er vielleicht sehr stark von profitieren. Und da ist Gistol ja auch jemand, der lässt die Leute dann ja tatsächlich da auch wirklich immer spielen. Auch wenn die mal schlechte Spiele haben und wir hier im Podcast sagen, der muss auf die Bank, der muss auf die Bank, der vertändelt die Bälle und so. Aber Gistol lässt die ja nicht fallen, diese jungen Leute. Ne? Das ist dann doch bei aller Kritik an Gistol auch eine Stärke von ihm. Ja, das kann man so sagen, ja. Ja, also ich glaube halt, dass das neue Spielsystem uns halt auch einfach mehr Möglichkeiten gibt, weil wenn du halt nicht so einen Anderson oder so einen Modest da vorne drin hast, also Duda und Thielmann sind jetzt alles anders als Kopfballungeheuer, dann fällt dieser lang gedroschene Ball schon mal aus dem Repertoire draus. Und
ich sag mal, in den Spielen zuvor ging es dann immer Langholz nach vorne und vorne wurde da nichts rausgemacht. Und ich glaube halt, dass du jetzt, indem du dir diese Möglichkeit nimmst, einfach viel mehr Qualität nach vorne versuchst. Und wie gesagt, wenn es dann wie jetzt auch noch klappt, ist das natürlich optimal, klar. Ja. Also für mich auch Jan Thielmann, Man of the Match, würde ich sagen. Auch weil er defensiv einfach nochmal enorm zugelegt hat, was die Griffigkeit in der Defensive angeht. Also da hat er mich auf jeden Fall sehr beeindruckt und dürfte jetzt seinen Stammplatz erstmal sicher haben, auch wenn Anderson und oder Modest gegen Mainz fit sein sollten, würde ich mal behaupten. Da könnte es eher vielleicht so ein Rex Bescheid treffen, dass der dann rausrotiert wird, wenn man mit einem klassischen Zehner Neuner spielen will. Aber ich glaube, Thielmann ist erstmal tatsächlich in der Mannschaft gesetzt. Ich glaube auch, dass dann wirklich, dass dann Duda eine Position zurückgeht und der Neuner dann reinkommt. Und das ist die Frage, ob er das jetzt ausgerechnet gegen Mainz macht oder ob sie da nicht auswärts eklig bleiben wollen. Und ich nehme an, dass er jetzt nicht viel verändert. Ja, können wir gleich drauf gucken, wenn wir die Vorschau zu Mainz machen, weil das wird ja noch mal ein ganz anderes Spiel als jetzt die letzten beiden. Wir haben auch noch gar nicht über das 2-1 geredet, nachdem ja gerade schon der Freistoß von Maxi Arnold thematisiert wurde zum 1-1. Hat ja tatsächlich, also erstmal musste man sagen, Salih Özcan verletzt raus. Zum Glück nichts Ernsthaftes, sondern kann schon wieder trainieren mit der Mannschaft. Wurde von Drexler ersetzt, weil wir schon gemerkt haben, dass wir keine richtigen Mittelfeldspieler mehr auf der Bank hatten, also keine gelernten Mittelfeldspieler. Deswegen musste Drexler da rein. War jetzt aus meiner Sicht leider auch ein kleines Downgrade, was so das Spielerische und dieses körperliche Element von Özcan angeht. Gerade auch, weil Özcan so ein sehr weiträumiger Spieler geworden ist in Kiel, der auch sehr gute Spielverlagerungen spielen kann über 30, 40 Meter. Da ist Drexler halt ein anderer Spielertyp, der mir jetzt hier auch gerade nicht so gut gefallen hat. Aber trotzdem ist ja erstmal das 2-1 für den FC gefallen. Ja, fast ähnliches Muster wie das 1-0. Ne? Also auch da hat Thomas gerade schon gesagt, der durchgestartete Rex Bejai kann sich quasi aussuchen, wo er den Ball hin zurückpassen will. Hat dann eben auch die nötige Übersicht. Und dann muss ich sagen, den nimmt Duda auch super gut an. Also den nimmt ihn ja direkt und ohne auf einen anderen Fuß zu legen oder sonst irgendwas. Ich glaube, den Ball machen dir nicht alle Bundesligaspieler so schnörkellos ins Tor. Der geht bei manchen irgendwie wahrscheinlich irgendwo auf die A3 und bei anderen, die hängen, bleiben im Rasen hängen oder so. Aber das macht Duda technisch schon richtig gut. Ja, das ist wirklich Top-Technik und das hat er ja jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Er hat es ja von der Art gegen Frankfurt schon genauso gemacht, dass er eigentlich nur den Fuß gegen diesen hereinfliegenden Ball hält und dann mit einer Top-Technik den wirklich verwandelt. Also da, auch wenn ich Duda zuletzt sehe, wie er sich in Zweikämpfen zunehmend behauptet, anfangs war ich sehr skeptisch, dass er sich zu leicht den Schneid abkaufen lässt auf seiner Position. Aktuell macht er es richtig gut und ist mit seinen Standards, da kommt fast jede, wirklich gut. Und dann auch einer gewissen Torgefahr im Strafraum, wenn er da an den Ball kommt, bin ich sehr, sehr einverstanden damit, was der bislang zeigt. Definitiv. Also den hat Gistol, glaube ich, auch ganz gut auf diese Linie gebracht, von wegen alle müssen rennen, alle müssen kämpfen, sonst gewinnen wir hier gar keine Blumentöpfe. Das macht er auch besser als zum Beispiel Modest, wenn er mal spielen darf. Also bei Modi habe ich immer das Gefühl, der rennt zwar schon an, aber mehr so alibimäßig und nicht wirklich mit der Intention, den Ball dazu gewinnen, sondern nur, weil er sich denkt, das wird halt von mir verlangt. Aber das du da, finde ich, deutlich griffiger. Gut, ist natürlich auch jünger und hat noch mehr Körner im Sack als der ältere Modest. Aber naja, über Modest und Anderson können wir nachher noch mal in dem Mainz-Segment schauen. Ja, und dann kann man ja sagen, jetzt geht's halt um 2-1 in die Pausenführung. Ne? Guter Zeitpunkt für eine Führung, sagt man ja immer so. Jetzt vielleicht das Spiel so ein bisschen beruhigen, erstmal fernhalten vom Tor, wenn wieder angepfiffen wird. Wolfsburg so ein bisschen eklig begegnen im Mittelfeld und die ein bisschen, also im Spielfluss hindern. Ja, aber Gott, wir wären nicht der erste FC Köln, wenn wir nicht irgendeine Anfangsphase einer Halbzeit verschlafen würden und sowas. Und auch in der 47. schon wieder um unsere schöne Führung geschehen. Ne, erst kam ja diese Spielverlagerung aus dem Mittelfeld auf Steffen, der sich dann leider, oder der es leider schafft, sich gegen Iso Jakobs durchzusetzen. Der flankt und in der Mitte hat Cestic ein schlechtes Timing beim Kopfball und so kommt da Wout Weghorst relativ unbedrängt zum Kopfball. Und wenn der halt aus 5 Metern oder so zum Kopfball kommt, dann würde ich mal sagen, ist das halt auch meistens, außer halt im Hinspiel damals in der letzten Saison, meistens ein Tor für Wolfsburg. Das war schlecht verteidigt, das muss man sagen. Das fängt an, dass Jakobs nicht
gegen Renato Steffen da in den Zweikampf kommt. Die Flanke ist dann wirklich gut. Ja, und da ist Cestic einen Schritt zu weit von Weghorst weg, kommt nicht an den Ball. Ja, und dann im Rücken ist Weghorst dann völlig ungedeckt und ja, den macht er natürlich auch rein. Also dafür ist er jetzt mittlerweile auch zu abgezockt und hat auch einen zu guten Lauf, so Dinge halt nicht zu machen. Also das war schon gut. Also muss man auch dann leider zugeben, das haben die Wolfsburger gut gemacht. Und wenn du Chester spielen lässt, musst du auch damit leben, dass er solche Erfahrungen jetzt macht. Gegen Werthaus verlieren noch ganz andere gestandene Innenverteidiger solche Duelle. Und daraus kann er nur lernen. Aber wenn da 1,97 niederländische Brachialgewalt angeflogen kommt und sich dann auch noch entsprechend gut bewegt im Strafraum, dann merkt man, dass er 19 ist und gerade sein zweites Bundesligaspiel macht. Ich finde auch viel mehr in der Situation ist Ismail Jakobs derjenige, der erst den weiten Ball schon nicht irgendwie bekommt, sondern das Bein da hebt. Und dann ist eigentlich bekannt, dass Renato Steffen ein Linksfuß ist, ihn dann zu leicht wirklich zum Flanken kommen lässt. Und auch vorher schon als Brekalo, glaube ich, das Spiel verlagert hat, hatte der viel zu wenig Druck. Da musst du gleich mit einer Galligkeit rauskommen aus der Pause, dass genau sowas nicht passiert, weil das war jetzt insgesamt dann viel zu einfach dann für Wolfsburg, das Tor zu erzielen. Ja, genau. Ich glaube auch, dass Cestic der man am wenigsten Vorwurf machen sollte, weil es ja eben, wie du schon gesagt hast, sein zweites Bundesligaspiel ist und wir bestimmt noch viel Freude an dem haben werden. Ich glaube auch, dass Bornau oder Tschichos da vielleicht auch nicht unbedingt besser ausgesehen hätten. Vielleicht Bornau, aber ich weiß nicht, wie oft Rafael Tschichos diese Saison schon unter so Dingern durchgesegelt ist. Ja, also es ist halt eine Frage des Timings. Ne? Es ist, den Ball kannst du erreichen, wenn du ein bisschen anders hochspringst, also zum anderen Zeitpunkt. Ich weiß auch nicht genau, ob Cestic Weghorst wahrgenommen hat, weil der den vorher keinen Schulterblick macht. Deswegen guckt er nachher auch ganz verdutzt, dass da noch einer steht. Vielleicht geht es auch ein bisschen anders hin, wenn du weißt, hinter mir lauert nochmal Weghorst. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich glaube, so, er macht wirklich ganz bewusst den Weg zum zweiten Pfosten hin, in weiser Vorausahnung, dass der Ball da hinkommt. Und da macht Cestic den Schritt nicht mit und ist dann, obwohl er eine ordentliche Größe hat, ist er dann zu klein und fliegt dann runter durch. Und da habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, wenn Timo Horn einen Schritt weiter vorsteht, und das war auch schon zum Beispiel beim Freistoß in Dortmund, so der dann als Mats Hummels im Abschluss stand, wenn der 2 Meter weiter vorsteht, und das machen viele moderne Torhüter, die verstehen, um bereits da zu sein, wenn da so ein hoher Ball reinkommt, wenn er diesen Mumm hätte, diese Schritte weiter vorne zu stehen, dann fängt er so einen Ball auch mal weg und lässt sich nicht aus 5 Metern dann das Ding einköpfen. Das ist aber immer nur so mein Gefühl. Ein krasser Torwartfehler war das jetzt ganz sicher nicht, aber trotzdem würde ich mir mal wünschen, dass er sich da entsprechend entwickelt noch. Ja, das sagen wir hier schon seit, weiß ich nicht, 113 Folgen oder so. Ja, das, leider ist, glaube ich, der Zug abgefahren. Aber wir kommen nachher auch noch auf Andi Menger und seine Vertragsverlängerung zu sprechen. Dann haben wir noch mal Zeit, über die Personalie zu reden. Ja, so ganz hat Cestic diesen Fehler, glaube ich, auch nicht aus den Gliedern schütteln können, weil danach kam ja direkt irgendwie 2-3 Minuten später dieser ganz schlimme Fehlpass auf, wer war das? Brekalo, glaube ich. Wo Timo Horn so in höchster Not noch rauskommen und den wegpreschen muss, weil sonst wäre Weghorst wieder am Ball gewesen. Ja, zum Glück nichts passiert, aber es begann jetzt so eine Phase des Spiels, wo ich halt gedacht habe, dass 3-2, also 2-3, wäre nur noch eine Frage der Zeit, bis Wolfsburg dann noch ein drittes Tor schießt, weil wir dann doch so ein bisschen den spielerischen Faden für eine Zeit lang verloren hatten. Ja, das kann man so sagen, ja. Also da war ich mir ziemlich sicher, dass der VfL dann so früh ausgleicht, dass die das dann machen. Und die Chancen waren ja auch dort durch Steffen dann, glaube ich, noch als Brekalo den einmal zurücklegt, Schlager später noch. Andererseits hat der FC dann, wie gesagt, gut geschafft, ab einer gewissen Phase in der zweiten Halbzeit den Wolfsburger Druck dann rauszunehmen. Und das ist dann auch eine Qualität, die der FC an den Tag gelegt hat, die ich ihm nicht zugetraut hatte, dass er dann bei der VfL ist topfit und hat wirklich Laufmaschinen da drin. Und allein die Tatsache, dass der FC dann auch fast 4 Kilometer mehr gelaufen ist als der VfL Wolfsburg, das kommt, glaube ich, ganz, ganz selten vor, dass Wolfsburg 4 Kilometer weniger läuft als der Gegner. Das ist schon eine neu gewonnene Qualität aktuell. Ja, definitiv. Und dann hätten wir es ja fast sogar geschafft, in der 74. nochmal diesen Dortmund-Trick anzuwenden. Also sprich, nach einer Ecke kam ja Bornau irgendwie an den Ball,
schafft ihn auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob er den Köpfen oder verlängern wollte, ist mir nicht ganz klar geworden. Aber hinten hätte ja fast schon wieder Skiri gelauert und den Ball vielleicht noch einschieben können. Kam leider nicht ganz dran, so ist diese Chance verpufft. Es wäre noch mal so vielleicht, also da noch mal in Führung gehen, hätte vielleicht tatsächlich dann gereicht, das noch 15 Minuten lang durch die Zeit zu verteidigen, über die Zeit. Leider ist es nicht passiert. Aber ich hatte dann das Gefühl, dass noch mal so eine Phase kam, wo vielleicht der erste FC Köln noch mal dem Tor näher war als davor in dieser Wolfsburger Stärkephase. Was mir da halt gefehlt hat, und das muss ich jetzt auch als Kritik an Markus Gisdol formulieren, ich glaube, da hätte ein Impuls von der Bank kommen müssen. Vor allem, weil das war eine Phase, finde ich, wo zum Beispiel auch ein Wolf oder auch ein Jakobs sehr früh schon geflankt haben, so aus dem Halbfeld. Mhm. Und da stehen da vorne halt Thiemann und Duda und sagen, was soll ich denn jetzt machen mit dem Ball, wenn da ein Brooks und ein Lacroix stehen? Wenn man da vielleicht einfach mal da nochmal einen Anderson reinschmeißt oder vielleicht irgendwie auch noch, wenn man auf dieses flache und schnelle Kurzpassspiel setzen will, einen Limnios reinbringen. Ich hätte aber Anderson besser gefunden, weil eben diese frühen Flanken kamen. Hätte man vielleicht da nochmal ein Signal setzen können, von wegen, hier geht noch was. Denke, er wollte eher auf die Sicherung des Punktes gehen. Aber also generell, mir fehlte da ein Signal von der Bank. Nochmal so ein Hallo-Wach-Signal. Mir fehlten in dem ganzen Spiel generell Wechsel. Ne? Bis auf den Verletzungswechsel Drexler für Özcan. Finde ich, muss man langsam auch ein bisschen auf die Belastungssteuerung achten. Und kann da nicht alle mit 120 Kilometern pro Spiel immer durchrennen lassen für 88 Minuten. Das wird sich rächen. Wir haben jetzt so viele Spiele noch bis Weihnachten. Wir haben jetzt in 6 Tagen oder so, glaube ich, 3 Spiele oder in 8 Tagen 3 Spiele mit Leverkusen, Wolfsburg und Red Bull Leipzig. Ich glaube, da musst du als Trainer jetzt langsam auch mal sagen, wir haben Alternativen auf der Bank, das sind nicht vollkommen Blinde, die da sitzen. Wir haben einen Limnios, wir haben einen Katterbach, wir haben einen Anderson. Da muss man vielleicht mal ein bisschen früher wechseln und vielleicht auch nicht einen Modest dann in der 93. Minute dahinstellen zum Wechseln. Also da hat mir vom Trainer ein bisschen zu wenig von der Bank aus gekommen. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen gerade der schmale Grat, auf dem Markus Gisdol ist. Der hat das Gefühl, da findet sich gerade eine Mannschaft, die sehr, sehr stabil ist, wo so langsam jeder weiß, was er macht. Und das will er irgendwie nicht ins Wanken bringen, indem er da jemanden reinbringt. Ich habe mir auch überlegt, ich würde mir, weil ich ihn auch gar nicht so schlecht fand, bislang Limnios dann schon mal wünschen in irgendeiner Rolle. Nur da frage ich mich, also seine Position an sich gibt es jetzt aktuell nicht mehr in diesem System. Ihn alleine auf dem Flügel auf der Wolf-Position dann zu haben, weiß ich nicht, ob er das kann. Ich finde, er hat in Stuttgart defensiv durchaus auch gut gearbeitet, als er da reinkam. Ihn auf eine der offensiven Positionen dazu bringen, dann vielleicht schon eher, kann man machen. Aber ich habe das Gefühl, Gisdol will jetzt wirklich gerade mal diese Stabilität nicht ins Wanken bringen, indem er dann früh wechselt und irgendwas geht kaputt und sie verlieren. Deswegen glaube ich schon, wie du sagst, wollte er das Risiko minimieren und wollte diesen Punkt dann irgendwie nach Hause bringen. Aber er muss natürlich auch anderen jetzt das Gefühl geben, ihr gehört dazu, weil die werden schon auch alle gebraucht werden, gerade bei dieser Belastungssache dann in dieser Saison. Ja, absolut. Man muss jetzt auch sagen, jeder Aufschwung hat ja immer so ein paar, ich sag mal jetzt Anführungsstrichen, Opfer oder jeder ein paar Benachteiligte. Das sind ja im Moment gerade vor allen Dingen Katterbach, Limnios und eben Anderson. Das ist auch wieder typisch FC. Ne? Wir haben irgendwie 7 Spieltage lang gar keinen Stürmer. Jetzt haben wir 2 Gesunde und beide sitzen auf der Bank. Das ist auch wieder wie so eine typische FC-Situation. Aber wie fit sind die beiden? Also ich glaube, weder Modest noch Anderson sind bei 100%. Und ja, aber jetzt gerade würden die auch mit 100% nicht spielen. Also nicht von Anfang an, weil dafür ist das, wie Thomas gerade sagte, jetzt zu eingespielt. Ja, genau. Ja, aber warum willst du, also ich meine, Anderson hat zumindest 2 Tore gemacht bisher. Also Modest hat jetzt in den letzten beiden Jahren jetzt nicht gezeigt, dass er der Spieler ist, der uns da jetzt auf ein anderes Niveau hebt. Und deshalb kann ich das völlig verstehen, dass Gisdol sagt, pass auf, ich habe jetzt hier eine Mannschaft, das System funktioniert. Warum soll ich das jetzt wieder auseinanderreißen? Weil ich, ganz ehrlich, ich weiß doch jetzt schon, was ich sagen würde, wenn der das machen würde. Wieso ist der denn so blöd? Wieso nimmt er das bestehende System nimmt er wieder weg? Warum? Das hat doch so gerade funktioniert. Das ist doch das, was wir dann wahrscheinlich sagen würden. Und das ärgert mich gerade wirklich tierisch, wenn ich sehe, wie Modest sich da fällt. Ich habe den schon nach dem Dortmund-Spiel beobachtet, wo alle sich jubeln, in die Arme fallen und er mit verschränkten Armen im Hintergrund steht. Und jetzt diese Reinstapfen in die Kabine. Also wenn er wirklich, und das, glaube ich, wird ganz entscheidend sein, dieser Team-Spirit, der da gerade entsteht und der entstehen muss. Normalerweise muss er auf den Platz gehen und Jan Thielmann nach Abpfiff nach dem Bundesliga-Tor gratulieren.
aber er zeigt, dass er unzufrieden ist und läuft rein. Das stört mich da schon massiv, dann dieses Verhalten in dieser Situation. Und da bin ich dann auch voll bei Markus Gisdol. Das darf man dann jetzt auch nicht belohnen auf irgendeine Art und Weise, nur damit der innere Frieden gesichert ist und Toni Modest glücklich ist und seine Spiele kriegt. Dafür machen es die anderen einfach zu gut. Und da muss er sich jetzt unterordnen und dann entsprechend auch innerhalb der Mannschaft agieren. Und ich weiß nicht, ob er das kann, dafür kenne ich ihn nicht. Aber das wäre jetzt angebracht, da keine Unruhe zu stiften. Ja, total. Also gerade so als erfahrener Spieler den jungen Mann beim besten Spiel seiner bisherigen Karriere mal in den Arm nehmen. Das wäre ein Riesenzeichen gewesen von ihm, das so zu machen. Also auch wirklich zu zeigen, dass er die Rolle jetzt gerade annimmt und dass da einer ist, der es richtig gut macht und der dann letztendlich auch für ihn spielt. Und das wäre schon wertvoll gewesen, auch für sein Standing dann irgendwie. Aber ich glaube, das haben wir ja von Modest jetzt schon öfters gesehen. Ich kann mich daran erinnern, das war schon ein bisschen her, an dieses, ich weiß gar nicht, gegen wen wir da gespielt haben, mit Markus Anfang, Heimspiel. Und dann soll Modest irgendwann spät kommen und Modest winkt so ab beim Warmlaufen. Wo du denkst so, gut, das kann man machen, solltest du aber vielleicht nicht so häufig machen, weil ja, Modest hatte mal eine sehr erfolgreiche Zeit bei uns, die ist aber auch schon ein paar Jährchen jetzt her. Und wie gesagt, Modest hat in den letzten Jahren nicht dafür gesorgt, dass er unser Heilsbringer ist. Und demnach muss er sich wie jeder andere Spieler anbieten. Der war jetzt lange verletzt und jetzt da kann ich nicht erwarten, dass, wenn ich dann wieder auf dem Platz stehe, der Trainer alles über Bord wirft und das, was gerade funktioniert, für mich opfert. Und wenn ich dann so stieselig da agiere, finde ich das gefährlich. Ja, definitiv, bin ich komplett bei dir. Ich finde ja alleine schon, wenn du manchmal so siehst, wie sich die Einwechselspieler warm machen hinterm Tor oder so, man kann das auch als Video unter das Thema Lustlosigkeit auf die Wikipedia stellen, was Modest da manchmal macht, dieses, wie er sich da warm macht, also schon sehr aufreizend. Weiß ich nicht, ob man da vielleicht als Verein auch irgendwann mal sagen muss, hier Junge, wenn du dich nicht irgendwie mal ein bisschen mehr in die Mannschaft einbringst, ist erstmal auch dein Kaderplatz in Gefahr. Ne, wenn jetzt gerade auch mal irgendwann Hector zurückkommt, dann musst du ja gucken, wen du da aus dem Kader streichst. Und dann weiß ich nicht, ob du da zwei von diesen Kantenstürmer auf der Bank brauchst, wenn Anderson da auch sitzt. Und wen streichst du denn aus der Mannschaft? Also Salih Özcan, wenn der fit ist, möchte ich nur ungern aussehen. Also ich persönlich würde Rex Bejay erstmal wieder auf die Bank setzen. Ich bin leider nicht der größte Rex Bejay-Fan. Den kennst du, glaube ich, ein bisschen besser, weil der ja aus Wolfsburg kommt. Vielleicht kannst du sogar mehr zu ihm sagen, als ich jetzt so mit meiner beschränkten Erfahrung. Ja, ich würde ihn rausnehmen, Özcan eins nach vorne tun und dafür Hector auf die Özcan-Position. Er ist nicht der Dynamischste, nicht der Schnellste. Das merkt man dann immer mal wieder. Super Teamplayer, guten linken Fuß dann auch, mit dem er wirklich auch gut zum Abschluss kommen kann. Also absolut normal, hast du recht, Rechtsbescheid wäre derjenige. Aber den wir ja womöglich auch schon dann rausnehmen, wenn wir vorne einen neuen reinstellen. Also wäre ja schön, wenn er da tatsächlich mal die Qual der Wahl hätte auf mehreren Positionen und wir von der Bank aus dann nachlegen könnten, hier und da noch. Also das wäre ja auch mal eine neue Qualität. Ja, absolut. Den kennen wir gar nicht, das ist richtig. Damit sind wir auch schon sehr elegant in das Mainz-Segment gekommen. Denn, wie ich gerade schon mal ein bisschen angedeutet habe, Mainz wird noch mal ein ganz anderes Spiel als jetzt die beiden Spiele gegen Dortmund und Wolfsburg. Wahrscheinlich, gut, es ist ein Auswärtsspiel, das heißt, wahrscheinlich kannst du damit durchkommen, wenn du Mainz erstmal den Ball gibst. Trotzdem, das ist halt Abstiegskampf, dieses Spiel. Ne? Das geht nicht darum, dass die andere Mannschaft spielen will und du die irgendwie neutralisieren musst. Das geht, glaube ich, ja, also auf jeden Fall in eine andere Richtung, dieses Spiel. Deswegen wäre meine Frage an euch, wenn wir davon ausgehen, dass sich jetzt personell nichts verändert, also dass Hector und Zichos weiterhin nicht einsetzbar sein werden, würdet ihr was ändern oder würdet ihr die Mannschaft genauso lassen wie jetzt gegen Dortmund und Wolfsburg? Ich würde alles so lassen, wenn Özcan fit ist. Ja, ich würd auch nicht viel ändern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also steht und fällt damit, wie fit ist Salih. Zumindest war er jetzt beim Auslaufen wieder dabei. Zeigt ja, dass er nicht so schwer verletzt ist. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt halt aktuell keinen Grund, das System massiv zu ändern. Und wie gesagt, keiner von uns weiß jetzt, wie fit wirklich Anderson oder Modest sind. Tendenziell glaube ich eher, dass wenn Anderson
da den Vorteil auf seiner Seite hätte und demnach würde ich auch mit der gleichen Truppe wieder agieren. Steht und fällt damit, wie fit ist Jonas Hector? Ja, wenn Hector wirklich spielfit ist, also auch über 70 Minuten oder genau. So, spielt er immer, gehe fest von aus, egal auf welcher Position, die wird dann zur Not für ihn geschaffen. Ich glaube, da führt kein Weg an ihm vorbei. Ich weiß nicht, was Gisdol tun würde, wenn Tschichos wieder auf der Matte steht, ob er dann Čestić rausnimmt oder... Nee, ich glaube, er würde Horn rausnehmen und Tschichos spielen lassen, dann auch positionsfrei den linken. Ich dachte jetzt für eine Sekunde, du meinst Timo Horn. Janis bekleidet. Und Tschichos in die Kiste, ja. Nee. Ja. Nee, ich glaube, er würde Janis Horn rausnehmen. Das stimmt. Ja, das geht natürlich auch, ja. Du meinst Tschichos dann bis zu seiner Auswechslung in Dortmund, das auch abgesehen von ein, zwei Dingern, aber die hat jeder mal drin, hat es da auch richtig gut gemacht. Also. Ja, das stimmt. Hat ja noch nicht wieder trainiert irgendwie oder war auch beim Laufen jetzt nicht irgendwo dabei, was ich gelesen habe. Deswegen, wenn das wirklich ein Muskelfaserriss oder was auch immer da ist, dann könnte es sehr eng werden. Ja, die A-Karte hat wieder ein bisschen Meret, der jetzt gerade wieder dran war in der Mannschaft, dann wieder verletzt war und sich jetzt von einem 19-Jährigen den Platz wieder hat streitig machen lassen. Mal schauen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ist ja immer gut, Optionen zu haben. Was glaubt ihr, erwartet uns für ein Spiel gegen die Mainzer? Wird's Krampf oder schaffen wir es doch mit der Leidenschaft und dem Kampfgeist, den wir jetzt gezeigt haben, da was mitzunehmen? Also ich rechne eher mit einem tiefstehenden FC, ähnlich vielleicht, wie sie es in Bremen gemacht haben, nicht ganz so destruktiv. Also jetzt haben sie ja durchaus auch die Möglichkeit, mal Nadelstiche zu setzen, das werden sie versuchen. Also der Druck liegt ja, wenn man die Tabelle anguckt, eindeutig bei Mainz. Wenn die zu Hause gegen FC verlieren, sind sie 5 Punkte hinten dran. Ich glaube, Bielefeld spielt gegen Freiburg noch, da holen die Punkte, dass Mainz sollte dieses Heimspiel gewinnen. Deswegen hat der FC, glaube ich, die ganz gute Position, ein bisschen aus dieser gewonnenen Kompaktheit mit dem neuen System ein bisschen tiefer zu stehen und dann versuchen, dann wirklich über Thielmann und Duda und so diese Nadelstiche zu setzen. Deswegen glaube ich, allzu spektakulär wird es nicht. Wichtig ist dann, dass wir hinten stabil sind. Und dann haben wir wieder, wie wir es Haaland hatten, wie wir es mit Verhoeven hatten, jetzt kommt Mateta. Das wird eine ähnliche Kante, die es zu verteidigen gilt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, Mainz ist so eine Truppe, da weißt du nie, was dich erwartet. Da spielen die Freiburger aber mal geschmeidig auseinander und dann die Spiele gegen Bielefeld und denkst dir, jo, alles klar, da wird Mainz aber mal sowas von gewinnen und dann werden die von so einer sorry, aber Kacktruppe wie Bielefeld auseinandergenommen. Ja, und dann denkst du dir so, So wie ja, alles wir klar. Gewinnen gegen Dortmund und verlieren auch gegen Bielefeld, ne? Ja, gut, aber das ist ja schon ein paar Tage her. Ja, aber ja, klar, ich meine, das sind jetzt, bei denen war es genau eine Woche dazwischen und nicht bei uns, wie viele Wochen? Ja, viele. Zweiter Spieltag, ne, also zu neunter, genau. Und also, ich weiß nicht, also ich hab Mainz immer, glaube ich, so eine Truppe, wenn die sich so in den Flow spielen, dann kann das ganz gut funktionieren und dann wird auch jeder gefühlt nochmal einen Kilometer schneller. Aber wenn es bei denen nicht läuft, habe ich da auch jetzt nicht die Spieler, wo ich denke, so geil, an denen kann sich so eine Mannschaft hochziehen. Ja, ist was dran. Man muss halt auch sagen, dass seit dem legendären 2-0 der 2017 gegen Mainz wir da auch nicht mehr so gut aussahen. Ne? Da kamen ja immer so ein paar ganz komische Szenen. Wir denken da an dieses Handspiel. Jo. Was irgendwie alle im Stadion gesehen haben, außer der Schiedsrichter und der Videoassistent. Frank Willenburg. Genau. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht am Wochenende wieder pfeift bei uns. Aber auch einen Wahnsinnselfmeter von, oh Gott, wer war das? Kocker Rausch hat, also Brüch hat gepfiffen, Kocker Rausch hat vermeintlich gefault gegen De Blasis. De Blasis. Also ja, genau. Da muss man das Spiel gar nicht sehen, da hat man gesehen, dass das eine Schwalbe ist. Und selbst bei Videodraufsicht haben sie es bei dem Elfmeter gelassen. Da gab es ein paar unglückliche Situationen gegen den FC. Denn alleine letztes Spiel, als sie einzeln in Führung gegangen sind, nach einem Spiel, so wie man ihn selten gesehen hat in den vergangenen Jahren, dass sie dieses Spiel verloren haben, das hat im letzten Jahr auch sehr, sehr wehgetan, wie ich finde. Ja, absolut. Die haben ja auch nicht wenig Trainer bei uns jetzt den Job gekostet. Gisdol sitzt da ein bisschen sicherer im Sattel, als das zuvor Bayer Lorzer war, der quasi den vorletzten Sargnagel dann gegen Mainz bekommen hat, bevor dann das Hoffenheim-Spiel kam. Ja, aber ich hoffe, dass sowas halt nicht dem FC passiert, ne? Wieder irgendwelche dubiosen Geschichten. Ja, das regt mich auch auf. Also, gut, ist jetzt schon ewig her jetzt, aber mich regt das halt auf, wenn so ein De Blasis da eine Schwalbe macht und sogar noch gefragt wird, und es da nicht zugibt. Also,
Wahrscheinlich würde ich es auch nicht tun, wenn ich Profifußballer wäre und es ging um Abstieg oder Klassenerhalt. Ja, aber trotzdem hat es halt mit Sportsgeist nichts zu tun. Aber und was das zumindest ist, da gegangen ist, der FC hat keinen Elfmeter verschuldet gegen Dortmund und auch die Serie ist gerissen. Die Serie ist gerissen, ja, das ist richtig. Und es gab noch nicht mal irgendwelche strittigen Situationen, wo man Angst haben musste, dass das irgendwas war. Also jetzt auch mit dem Union-Spiel eingerechnet, als das Skiri-Tor dann gegeben wurde, habe ich jetzt aktuell das Gefühl, da kippt gerade was auf die FC-Seite. Mit ein bisschen mehr Glück. Hoffentlich. Auf jeden Fall finde ich halt alleine, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, Körpersprache und so ganz anders als noch vor 2 Spieltagen. Da hat, was immer Gisdol da mit der Mannschaft gemacht hat nach Union, scheint ähnliche Früchte zu tragen wie letzte Saison nach dem Union-Spiel, wo ja auch jeweils der Tiefpunkt erreicht wurde. Und insofern bin ich guter Dinge, dass wir uns zumindest davon Mainz nicht den Schneid abkaufen lassen. Und ich sag mal so, ich würde auch mit dem Punkt zur Not leben gegen Mainz. Wir müssen ja, wie du gerade schon gesagt hast, Thomas, wir müssen da nicht gewinnen. Wäre schön, wenn, klar. Punkt wäre aber okay. Ja, das ist richtig, aber wie gesagt, wenn du da gewinnst, setzt du natürlich den Gegner nochmal massiv auf Abstand, ne? Natürlich, klar. Aber ich würde halt nicht, wenn es jetzt in der 80. 1-1 steht, knallt auf 2-1 gehen und da hinten alles aufmachen. Nee, das nicht, aber wie gesagt, der Thomas hat das gerade schon richtig gesagt, also Mainz hat, der Druck liegt eher bei Mainz als bei uns. Wenn du wirklich da wirklich 3 Punkte holen solltest, ne, dann hast du jetzt auf einmal 5 vor Mainz und ich weiß nicht, wie viel, 7 vor Schalke oder so, der Trümmertruppe schlechthin. Ja. Und ich meine, jeder von uns weiß, gegen wen die Schalke den ersten Sieg wiederholen werden. Lass immer noch ein bisschen hin. Da können wir weit weg sein. Weiß ich, aber mit 100%iger Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Kann dir sogar sagen, mit Tore schießt. Ja, Marc, Doppelpack. Genau. Doppelpack, ja. Oder ein Elfmeter, ja, klar. Ja. Ja, aber das, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, vor dem Dortmund-Spiel war ich ja, habe ich schon wieder gedacht, so, ich habe mich so ein bisschen, auch wie letztes Jahr, auch da, wie gesagt, war es das Union-Spiel, habe ich schon wieder gedacht, oh je, das nimmt wieder Form an wie letztes Jahr. Und dann hast du dieses Dortmund-Spiel und auf einmal tritt das Team auch ganz, ganz anders auf. Also das, was ich auch schon nach dem Dortmund-Spiel gesagt hat, ich habe das Gefühl, dass da jeder für den anderen jetzt auch einen Meter mehr geht. Und war es nicht von Anfang an so? Also der Abstiegskampf begann am ersten Spieltag. Da muss man schon fragen, warum denn nicht vorher so? Jetzt kann man natürlich schon sagen, dass da viele Länderspielpausen waren, viele unterwegs waren, dass ich das alles noch nicht finden konnte, auch was die berühmten Automatismen betrifft. Aber zumindest diese Basics, und das hat man ja auch in der FC-Doku gehört, was Markus Gisdol da vor der Saison gesagt hat, dass es in welchen Bereichen sie sich verbessern müssen. Da hat er genau diese Aktion oder diese Laufintensität angesprochen, dass sie da draufpacken müssen, dass es wehtun wird. Warum kommt es erst jetzt so dermaßen zum Vorschein? Das frage ich mich. Ich glaube halt, dass, also ich meine, wir haben ja ganz viele Spiele in der Saison gehabt, die wir nicht hätten verlieren müssen. Das Bielefeld-Spiel musst du nicht verlieren. Nein, das musst du das Spiel gegen Hoffenheim kannst du sogar rein theoretisch gewinnen, das musst du auch nicht verlieren. Und das ist dann wahrscheinlich einfach dieser berühmt-berüchtigte Teufelskreis. Also ich meine, wenn du unten drin stehst, wie jetzt vielleicht auch, ich sag mal jetzt wirklich, da muss man doch nur nach Gelsenkirchen gucken. Du stehst unten drin und dann kommt so eine Flanke im Spiel gegen Leverkusen und dann haust du das Ding halt selber dir rein. Und das haben wir ja bei uns auch gesehen, also das Ding gegen Bielefeld, also das war ja kein Torschuss, das kannst du ja nicht als Torschuss rechnen. Und dann greift Timo Horn da hinter daneben und auf einmal steht jetzt 1-0 Bielefeld und die Bielefelder wissen bis heute nicht, wie sie das gewonnen haben. Und da sind natürlich auch für Bielefeld heute noch 3 ganz wichtige Punkte, genau. Was dann umso schmerzhafter ist, aber trotzdem muss man auch beim FC sagen, die wollen ja in der Saison noch nicht einmal, so schlecht sie zum Teil gespielt haben, aber noch nicht einmal richtig auseinandergenommen. Also sie waren gegen Gladbach in der ersten Halbzeit stark unterlegen, haben das dann aber auch noch mit dem 1-2 ganz, ganz passabel vom Ergebnis her hinten gestaltet. Die sind noch nicht einmal richtig unter die Räder gekommen und hätten solche Spiele wie Stuttgart, wenn Andersson das Ding macht. Bremen musst du gewinnen, wenn du bei dieser Spielkonstellation, so schlecht die waren, und ich glaube, das war das fast das schlechteste Spiel, das ist noch ein bisschen schlechter als gegen Bielefeld, das schlechte Saisonspiel, aber wenn du dann dieses Geschenk kriegst und in Führung gehst, musst du das irgendwie nach Hause bringen. Und da, glaube ich, sind sie heute einen Schritt weiter. Das würden sie heute eher hinbekommen, als sie es da im Anfang November in Bremen hingekriegt haben. Ja, das ist auch egal, was Horst Held sagt. Die letzte Saison steckt halt noch in den Knochen. Diese bis dahin
wie viele Spiele ohne Sieg waren das? 11 oder so bis zum Anpfiff der neuen Saison. Das schüttelst du halt nicht mal eben ab. Das siehst du ja an Schalke genauso. Das nimmt man mit als psychischen Ballast. Und wir haben auch nicht genug Spieler ausgetauscht, dass da irgendwie viel unbelastete Spieler reinkommen. Dazu kam ja auch so ein Duda, hat jetzt ja auch nicht das ganz große Selbstvertrauen gehabt, wenn der jetzt von Hertha, von der Ersatzbank kommt. Anders, sondern ziemlich schnell verletzt und ziemlich schnell angeschlagen nach diesem Trainingszweikampf mit Özcan. Da war Wolf noch so der Einzige, der von den Neuen auf Anhieb direkt performt hat und auch ein bisschen Mentalität reingebracht hat. Die anderen muss sich erst an die Bundesliga gewöhnen, Limnios und Tolu und so. Klar, braucht Zeit, aber unser Glück ist ja, dass von den ganzen anderen Graupen da noch keiner weggezogen ist. Die sind ja alle entweder gar hinter uns oder zumindest auch nach oben hin noch in Schlagdistanz. Und man muss halt auch sagen, der jetzt kommende Spieltag, der 11. Spieltag, wo wir gegen Mainz ja spielen, der wird da unten einiges neu sortieren, glaube ich. Wenn man sich mal die anderen Spiele anschaut, Freiburg und Bielefeld spielen gegeneinander in Freiburg. Union muss bei den Bayern ran, wenn man Union mal mit noch in diesen Kader der Abstiegskandidaten reinzählt, jetzt gerade nach der Kruse-Verletzung. Bremen in Leipzig, gut, wir halt gegen Mainz, ne, klar, Hertha in Gladbach und Schalke halt in Augsburg. Da kannst du, wenn du Glück hast, wenn du jetzt gegen Mainz gewinnen solltest, kannst du richtig viel Dusel haben und als ganz großer Gewinner aus diesem Spieltag rausgehen, weil Union vielleicht nicht zwingend in Bayern gewinnt und Bremen nicht zwingend in Leipzig gewinnt und Hertha nicht zwingend gegen Gladbach gewinnt, beispielsweise. Also Bremen hat danach noch Dortmund, also das wird so eine Mannschaft sein, auch von der Qualität, jetzt haben sie Rashica noch bis irgendwann im Januar, ist da raus. Die werden sich da unten noch dazugesellen. Und gerade jetzt am Wochenende, wie du sagst, da holen ein paar die Punkte gegeneinander, die werden jetzt mit unten reingezogen, das glaube ich schon. Also das, und dann Hoffenheim geht da raus und dann sind die von den Plätzen 13 bis 18, das sind die Teams, die dann die Absteiger ausspielen. Genau. Und da wenn hoffen du gewinnst, wir mal, hast du so viele Punkte wie Hoffenheim. Muss man sich ja vorstellen. Hat man nach 10 Spieltagen so viele Punkte wie Hoffenheim, die eigentlich schon nach zwei Spieltagen wegschieden irgendwie. Aber dann kam es doch anders. Ja, also ich glaube, es ist, die werden keine 40 Punkte benötigen, auf jeden Fall, um die Liga zu halten. Also da könnten fast 30 Punkte plus 1, 2, 3 könnten dies erreichen, so wie es aktuell darstellt. Wenn man jetzt hochrechnet, der 16. hat gerade nach 10 Spielen 7 Punkte. Es werden nach 34 24 Punkte. Das ist sehr, sehr wenig. Wenn du mit 25 Punkten die Klasse hältst, ich glaube, das nennt man dann ein HSV-Bauen, oder? Ja, aber ich meine, im Endeffekt interessiert es ja nachher keinen, natürlich wie viel nicht, drin bleibt. Natürlich nicht, am wenigsten. Also ich wüsste nicht, mit ich weiß jetzt noch nicht mal, wie viel wir letztes Jahr hatten. 33 oder sowas, ne? Keine Ahnung. Weiß Frankfurt nicht. War der 33. Punkt. Das kommt hin, ja. Ja, aber also der Thomas hat es gerade gesagt, ja, wir sind diese Saison nicht einmal abgeschossen worden. Ja. Und ich glaube, vielleicht liegt da aber auch so ein bisschen das Problem unserer bisherigen Auftritte, weil ich ganz oft dann hier gesagt habe, na ja, so schlecht war es doch eigentlich gar nicht. Und irgendwie hatte ich dann auch immer das Gefühl, dass wir uns selber in die Tasche lügen. Also du hast gegen Bielefeld nicht schlecht gespielt. Ja, du hast aber auch nicht gut gespielt. Und dadurch, dass du dann immer halt irgendwie mit einem Torunterschied nur verloren hast gefühlt, oder auch, ich sag mal, auch das Spiel gegen die Bayern. Ja, das hast du nicht schlecht gespielt, aber du hast halt keine Punkte geholt. Aber da haben sie sich wirklich in die Tasche gelogen. Weil Bayern hat in diesem Spiel, die haben Standfußball gespielt. Und wenn die gemusst hätten, hätten sie die komplett auseinandergedreht. Da war der FC, die haben den FC gut aussehen lassen. Das war ein Freundschaftssieg der Bayern, was auch immer. Und da glaube ich, wenn sie das intern tatsächlich so bewertet haben, dass sie es richtig gut gemacht hätten und eigentlich fast sogar einen Punkt verdient hätten, dann haben sie sich zumindest bei diesem Spiel in die Tasche gelogen, weil das, finde ich, war nicht der Fall. Ja, ich weiß nicht. Wenn ihr einen Elfmeter vielleicht nicht ganz so doof hergibst da in der 12. Minute. Am Ende hat Thomas Müller halt gejubelt, als es Einwurf für die Bayern gab in der 93. Ja. Ne? Das zeigt ja schon auch, dass er vielleicht selber auch nicht so ganz überzeugt war, dass das hier gut geht. Weiß ich nicht. Ist aber auch egal, weil es halt ja, ich meine jetzt, also das Bayern-Spiel ist jetzt vielleicht nicht exemplarisch, aber du hast ja diese ganzen Spiele, die halt nicht richtig schlecht waren, aber halt auch nicht richtig gut. Und das war dann immer so ein bisschen schwanger halt einfach, ne? Also das fand ich alles ganz schlecht, aber das war auch nicht gut. Und dann sagst du, ja, das war aber auch nicht schlecht und da werden wir schon irgendwie rauskommen. Und auf einmal schwuppdiwupp stehst du da unten mit drin und wunderst dich, wie du da hingekommen bist. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch intern doch mal Tacheles geredet worden ist. Oder hoffe ich mir zumindest. Union-Spiel
hatte ich das Gefühl, da habe ich vielleicht auch vieles verdrängt, aber da habe ich gesagt, so schlecht habe ich den FC seit Ewigkeiten nicht gesehen, wie die da gespielt haben. Weil da hatten die auch null Idee, irgendwie nach vorne vors Tor zu kommen. Ja, und definitiv. Da hat eigentlich fast schon abgehakt und war dabei bei Raphael Tschichos, der gesagt hat, auf diese Art und Weise werden sie wahrscheinlich gar kein Spiel gewinnen. Und gut, dann kam Dortmund. Ja, es sind wirklich die Parallelen zur letzten Saison, ne? Mit Union der Negativpunkt, dann kommt der große Favorit, den du irgendwie relativ gut bespielst und auch gewinnst dann. Also vielleicht haben wir Glück und jetzt kommt wieder so ein Flow-Erlebnis. Ja, kurzer Nachtrag. Wenn wir gerade 24 Punkte ausgerechnet haben und du schaffst es jetzt nochmal 3, 4, 5 Spiele hintereinander wirklich in die Punkte zu kommen, auch mit Siegen da drin, dann ist ja, bist ja fast schon durch der Lage. Absolut. Ich habe gerade mal nachgeschaut, letzte Saison haben wir 36 Punkte gehabt, aber Bremen haben 31 gereicht, um die Relegation zu erreichen und da dann den Klassenerhalt dicht zu machen. Also 36 ist mehr, als ich dachte, ehrlich gesagt, tatsächlich. Aber gut, diese Saison glaube ich nicht, dass man 36 brauchen wird. Da sind die 31 von Bremen, glaube ich, realistischer. Ich glaube, da unten dran. Also 31 Punkte. Brauchen wir Siege. Ja, klar. Es müsste wieder so eine Serie geben, wie halt in der letzten Saison. Nur ich glaube auch nicht, dass Bielefeld jetzt die ganz große Serie hinlegen wird. Ja, und bei Mainz weiß man es nicht. Schalke ist für mich schon so eine Mannschaft, lass die mal gewinnen und guck, was dann passiert. Die haben ja gute Spieler, so ist das ja nicht. Die haben ja schon gute Kicker. Aber ich glaube halt, bei Schalke ist halt, also Schalke ist so eine Truppe, ja, wenn die mal ins Laufen kommt, aber ich glaube, da spricht halt so vieles dagegen. Ich glaube, die haben halt gute Einzelspieler, aber ich glaube, die sind noch weiter davon entfernt, eine Mannschaft zu sein als der erste FC Köln. Ja, die haben halt auch viele so viele Modests in der Mannschaft quasi, ne, die alle ein bisschen schlechte Stimmung verbreiten. Also wenn ich sehe, dass der Bentaleb bei jedem Trainer einmal suspendiert worden ist, wird dann wohl nicht am Trainer liegen. Wir haben auch die Tatsache, dass sie jetzt Harit eventuell wieder begnadigen wollen, derjenige sein, der diese Mannschaft vor dem Abstieg bewahrt. Da fehlt mir auch so ein bisschen der Glaube. Und ich habe das Gefühl, die werden noch diese eine Patrone haben, nochmal irgendeinen Trainerwechsel dann irgendwann vornehmen und der muss dann sitzen. Und wenn das nicht zündet, dann könnte es Schalke echt erwischen. Ja, krasse zweite Liga mit dem HSV und Schalke. Mhm. Ja. Stärkste zweite Liga aller Zeiten. Ja, wahrscheinlich. Da will ich dann aber auch nicht drin sein. In dieser zweiten Liga. Ich wollte gerade sagen, da möchte ich aber auch nicht dabei sein. Nee, dann lieber der Ersten bleiben und sich dagegen Bochum und Bielefeld und Fürth da durchsetzen, genau. Ja, Mensch. Ich habe noch zwei Themen, die jetzt nichts mit den direkten Spielen zu tun haben. Und zwar kam heute vom Qualitätsmedium der Bild-Zeitung die Meldung, wir wollen wohl den Vertrag mit Andi Menger, unserem beliebten Torwarttrainer, verlängern. Da, Marco, würde ich dich als Fan einfach mal zu Wort kommen lassen. Du kannst ja hier frei vor der Leber sprechen. Ja, gute Idee oder FC-Idee? Das ist eine typische FC-Idee. Ich sehe seitdem, also ich habe mir, nachdem ich das vorhin, nachdem der Thomas Reinscheid das dankenswerterweise bei Twitter reingespült hat in meine Timeline, habe ich dann dieses Qualitätsmedium mit den 4 Buchstaben aufgemacht und mir das durchgelesen. Und da steht drin, dass Andi Menger das Torwarttraining professionalisiert hat. Das Einzige, was Andi Menger bei diesem Verein professionalisiert hat, ist das Grillwurst umdrehen. Also ich weiß nicht, ich sehe bei Timo Horn null Weiterentwicklung und sehe auch bei allen anderen Torhüter keine Weiterentwicklung. Also ich weiß nicht, es gab ja mal vor, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Monaten die Info, okay, den Vertrag mit Andi Menger wird man auslaufen lassen und sich dann da nach einem neuen Torwarttrainer umsehen. Ob das jetzt der Corona-Bedingungen geschuldet sind, weiß ich nicht. Ist halt komisch. Ja, definitiv. Also, ich meine, was muss man beim FC eigentlich machen, um seinen Vertrag nicht verlängert zu kriegen? Ne? Kann man jetzt ganz böse fragen. Vielleicht wollen sie nur halten, um einen Schiedsrichter für Freundschaftsspiele zu haben. Das hat er ja auch schon mal ganz gut gemacht im Testspiel gegen Bochum da in der dritten Halbzeit. Ja. Die dritte Halbzeit ist eh seine Stärke, behaupte ich jetzt mal. nee, Leute, also wir haben ja gerade schon ein bisschen rausgearbeitet, dass Timo Horn, dass ihm ein Quäntchen zu einem richtig guten Bundesliga-Torwart fehlt, gerade dieses Rauskommen.
Und anscheinend ist ja Andi Menger eben nicht der Trainer, der Torwarttrainer, der ihm das beibringen kann. Da müsste man vielleicht mal auf Leute setzen, die vielleicht auch selber ein bisschen hochklassiger gespielt haben und deswegen auch ein bisschen mehr aus der eigenen Praxis damit reinbringen können. Ich weiß es nicht. Andi Menger hat nicht im Tor gestanden. Das hochklassiger geht's fast nicht. Ja. Aber ich finde, man muss immer, das ist natürlich leicht zu sagen, also ich kann das aus der Ferne sowieso nicht beurteilen. Ich habe auch den Bildartikel gelesen, darin steht, dass Horn wieder zu den besten Keepern gehört. Mhm. Da frage ich mich, wie kommt es zu so einer Formulierung? Grundsätzlich finde ich, ich weiß nicht, wann diese Stagnation oder eigentlich die Zurückentwicklung bei Timo Horn stattgefunden hat. Mein Gefühl ist, das hat schon eingesetzt, bevor Andi Menger den Posten angetreten hat. Timo hatte, glaube ich, damals diese Knieverletzung, da war eine Zeit lang raus. Und danach hat er nie wieder zu dieser Form gefunden, die er tatsächlich immer hatte, wo man dachte, da hätte man, ich weiß noch, ich kenne noch den Hashtag Horn für D, den gab es ja tatsächlich mal, wo viele geschrieben haben, wenn Horn einen rausgeholt hatte, das ist einer für die Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob man das wirklich nur an Andi Menger festmachen kann. Und Fakt ist, ich glaube, der FC hat es einfach versäumt und das hängt natürlich auch mit der Vertragsverlängerung von Timo Horn damals zusammen, der einen Wahnsinnsvertrag hat und einen lange laufenden, den kannst du nicht einfach da wegnehmen auf der Position. Aber die haben es ja schon versäumt, frühzeitig mal den Konkurrenzkampf zu erhöhen. Und auch in diesem Jahr hätte ich schon gesagt, jetzt ist es eigentlich so, weil jetzt muss man auch mal wechseln. Jetzt muss dann, gerade weil sie dann mit Ron-Robert Zieler eingeholt haben, der durchaus den Anspruch hat, auch wenn Markus Gisdol das dann verneint hat, dass es ein Anspruch nicht sei, die Nummer 1 zu werden. Da hätte man dann Ron-Robert Zieler wahrscheinlich schon die Chance geben müssen. Andererseits hat Timo sich jetzt seitdem einigermaßen stabilisiert, aber immer halt noch diese Dinger drin, wo man sagt, ein Bundesliga-Torwart muss solche Teile halten. Ob das jetzt Andi Mengers Schuld ist oder ob das bei Timo Horn nicht, der einfach diese Klasse nicht mehr hat. Ich meine, dann könnte auch, wenn die Klasse nicht da ist, kann kein Torwarttrainer der Welt das besser machen. Ich glaube, das können am besten die einschätzen, die den tagtäglich sehen. Und wenn sie den da tatsächlich verlängern, müssen sie da irgendwas erkennen bei ihm. Auf dem Platz schlägt es sich jetzt, da gebe ich euch recht, schlägt es sich jetzt nicht nieder, dass da irgendwie eine Entwicklung ist im Torwartspiel von Timo Horn. Wird auch ein bisschen schwer zu verkaufen nach außen, nachdem ja doch sehr viel Kritik an Timo Horn gekommen ist, jetzt in den vergangenen, ja, fast schon Jahren. Da müsste man sich schon irgendwie einen besseren Spin überlegen, als Horst Held das meistens tut. Deswegen, mal gucken, bin gespannt. Übrigens zum Thema hier, Timo Horn, einer der besten Torwerte und so. Weißt du, wer der beste Spieler laut Kickernoten im FC-Kader ist? Also ich weiß es. Ich weiß ja, es. Du hast mir verraten, das ist deine Credits hier. Ja, ist Timo Horn oder wie? Es ist Timo Horn, ja. Tatsächlich, ja. Aber das kann ich dazu sagen, das muss man immer ein bisschen getrennt sehen, weil die Torhüter, also wir haben ja auch extra im Heft Montag zumindest immer eine Rangliste mit den Top-Torhütern und den Top-Feldspielern. Weil der Torhüter, ein beschäftigungsloser Torhüter, kriegt in der Regel bei uns eine 3 und dann die kriegen schneller und leichter eine 3 als ein Feldspieler. Wenn sie nichts draufkriegen, haben sie eine 3. Deswegen muss man das immer ein bisschen trennen. Ich glaube, in fast allen Clubs ist der Torwart der notenbeste Spieler. Da ist die Aussagekraft eher gering. Die Frage ist, wer dahinter kommt. Das Thielmann. Thielmann und dann Bornau. Und die Note von Timo ist auch eine 3,51. Also passt gut mit dem, was Thomas gerade gesagt hat, zusammen. Kann man wahrscheinlich. Nee, 3,15. 3,15 sogar. Oh. Ja, 3,15. Ich bin Torwart relativ schlecht. Also die Top-Torhüter, ja. Glaube Castells und so weiter, die liegen im 2,7er Bereich und so weiter. Ja, aber jetzt mal im Ernst. In der Bild steht, Timo Horn ist einer der besten Torhüter. Also allein für die Aussage, ne? Sagt das die Bild oder sagt das Horst Held? Ja, ist das ein Zitat oder was? Nein, ist kein Zitat. Steht als Text so drin. Okay. Ja. Ich lese ja aus Prinzip keinen Bildartikel. Wenn das Zitat wäre, dann hätte ich Horst Held aber schon mal hier ins 7,5 gestellt. Also wenn das Horst Held wortwörtlich sagt, dann können wir Horst Held aber in die Ballerburg einweisen. Das hat aber Horst Held quasi schon mal gesagt, ne? Hat uns zum Klassenerhalt gehalten und so. Ja, aber ich finde das ja auch, also Horst Held, nee, das war mal, ich weiß gar nicht, ob es Held oder Gisdol waren, die haben ja auch gesagt, Ron-Robert Zieler ist nach Köln gekommen, um hier zu lernen. Sich zu entwickeln, genau. Um sich hier, das war, ja.
war nach dem Spiel in Bielefeld und ich habe Gisdol diese Frage nach Horn gestellt und daraufhin hat er das. aber jetzt mal so unter uns. Na, wir sind ja hier, uns hört ja keiner zu. Was denkt man dann, wenn man so eine Antwort bekommt? Also ich sage erst einmal gut, weil Trainer, Manager stellen sich vor ihren Spieler, egal was passiert. Ich hoffe dann, dass sie intern anders reden, aber grundsätzlich sage ich positiv, weil sie ihren Spieler schützen. Wenn Gisdol da auch nur einen Funken dran lässt, macht er das Fass auf, dass er selbst nicht mehr zukriegt als Trainer. Das finde ich erstmal grundsätzlich positiv, auch wenn er nicht die ganze Wahrheit sagen kann. Bei Ron-Robert Zieler hat das sehr, sehr unglücklich formuliert, dass er nicht den Anspruch habe, als Nummer 1 zu kommen und sein Ziel sei es, sich weiterzuentwickeln hinter Timo Horn. Das war natürlich Schwachsinn, zumal Ron-Robert Zieler ja auch vom ersten Tag an gesagt hat, dass er den Anspruch hat, Nummer 1 zu sein und hofft, diese Chance zu kriegen. Und das ist ja auch selbstverständlich. Aber was auch Horst Held dann gesagt hat, mit diesen Riesenpartien in der vergangenen Saison, wo er die Klasse gehalten hat, da musste ich tatsächlich selbst erstmal kramen, wo gab es diese Riesenpartien, an die konnte ich mich in der Form auch nicht mehr erinnern. Er hat das Heimspiel gegen Wolfsburg angeführt, da hat er recht, da hat er zwei Dinger von Wout Weghorst gehalten, das war völlig in Ordnung. Aber ich glaube, das war eher die Ausnahme als die Normalität in dieser Saison. Und da sind sie nach außen nicht ganz ehrlich und ist aber so lange okay, wenn es dazu dienen soll, den Spieler in der Öffentlichkeit zu schützen und intern anders aufgearbeitet wird. Genau. So, dann haben wir, glaube ich, jetzt sowohl das Spiel als auch das kommende Spiel schon mal rund gemacht. Hat von euch noch jemand irgendein Thema rund um den 1. FC Köln, das er gerne noch in die Runde werfen will, bevor ich noch mit einem traurigen Thema hier den Podcast beschließen werde? Nö. Seid ihr eigentlich pro oder contra Gisdol? Wir haben vor 3 Folgen eine Pro-Contra-Diskussion hier geführt im Podcast mit 2 Gästen. Der eine war pro, der andere war contra. Ist natürlich, jetzt hat sich dadurch wieder einiges verändert, weil das war vor dem Dortmund-Spiel, diese Diskussion. Ne? Also als wir den Tiefpunkt erreicht hatten. Ich habe so das Gefühl, der Konsens in der Fanbase ist gerade, es gibt keine bessere Alternative auf dem Markt, deswegen können wir auch weiter mit ihm machen. Ich persönlich, mir ist das taktisch alles zu unflexibel bei Gisdol. Also er ist halt anscheinend gut darin, so dann doch die Mannschaft zu motivieren und die heiß zu machen. Die Laufleistungen stimmen immer, die ganze Saison schon. Das kann er gut. Das reicht mir aber auf Dauer nicht für einen Bundesliga-Trainer, nur zu sagen, Leute laufen und rennen und alle Bälle auf Iso Jakobs. Ich wünsche mir halt einen Trainer, der mit 5 Auswechslungen was anzufangen weiß. Das ist ja eigentlich ein Geschenk für einen Trainer, dass du deine halbe Feldspielermannschaft auswechseln kannst im laufenden Spiel. Und da kommt mir von Gisdol, da kommt mir von den meisten Bundesliga-Trainern übrigens zu wenig. Ich würde mir einen Trainer wünschen, der die Qualitäten Gisdols hat. Also dieses Laufbereitschaft wecken, diesen Kampfgeist wecken und dieses scheinbar sehr motivierend zu wirken und auch die Nachwuchsarbeit fördert. Aber zeitgleich auch ein bisschen mehr taktische Variabilität reinbringt. Ob es so einen Trainer gibt, irgendwo auf dieser Welt, der dann noch zum FC kommt und verfügbar ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das ist so das, was ich bei Gisdol immer noch als großes Manko sehe, auch jetzt in der Phase, wo es gerade ganz gut läuft. Ja. Und ob es der Kader hergibt. Also ich habe immer das Gefühl, es ist natürlich immer leicht zu sagen, oh, jetzt er packt es nicht. Ich hatte auch nach dem Unionsspiel das Gefühl, der wirkt, oder während des Unionsspiels, als ich auf der Bank saß, da ist ein bisschen das Feuer bei ihm raus gewesen. Da wirkt er selbst so ein bisschen desillusioniert. Wenn ich ihn aber sonst so sehe und auch die FC-Doku, die ich wirklich aufmerksam verfolge, gibt es da wenig Punkte, wo ich sage, boah, was erzählt er für einen Schwachsinn? Da finde ich ihn deutlich stärker als Bayer Lorzer zum Beispiel, dann auch bei dem, was man aus der Kabine dann heraushört. Und auch jetzt diese taktische Veränderung finde ich zumindest, da hat er jetzt was gemacht, was der Mannschaft einen Impuls gegeben hat, was schon mal für den Trainer spricht. Und dann ist die Frage, was man von der Bank kriegen kann, wie viel Potenzial da tatsächlich vorhanden ist für ihn, um als Trainer wirklich aktiv was zu machen. Also ich und wer sind die Alternativen? Ich hatte ja schon bis zu Martin Heck gedacht, aber so ein Nachwuchstrainer und Trainertalent, das im Verein hast, ist wahrscheinlich in dieser Situation schneller verbrannt, als du gucken kannst. Deswegen habe ich jetzt aktuell das Gefühl, dieses Festhalten an Gisdol, das ist natürlich jetzt auch gefärbt von den letzten beiden Spielen, ist absolut richtig. Und da muss ich mal sagen, das hat Horst Held dann gut gemacht in den letzten Wochen, weil das war nicht so einfach, immer wieder zu sagen, es gibt keine Trainerdiskussion. Weil es wäre leichtes gewesen, ihn nach Union rauszuschmeißen.
Ja, also wenn wir mal ehrlich sind, nach 18 Spielen hast du mehr Argumente, ihn rauszuschmeißen, als ihn zu behalten, als siegloser Trainer. Also wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir uns erlauben würden, unseren Jobs jeweils 18, wie viele Wochen waren das, ein halbes Jahr oder so, so unter zu performen, müssten wir alle bei unseren jeweiligen Chefs antanzen und uns da erstmal erklären, was wir uns da erlauben. Mag ja auch passiert sein intern, weiß ich nicht. Die Sache ist, die mich da so ein bisschen stört, aber was heißt stört nicht, aber die mich verwundert, ist, wie sehr sich Horst Held da den Gisdol verschreibt. Dass er dann irgendwie, war es im Doppelpass oder wo er gesagt hat, es ist alternativlos, der Verein lebt damit, lebt davon, dass Gisdol hier Trainer bleibt, sonst können wir den Laden gleich dicht machen, sinngemäß. Das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel Pathos für die ganze Geschichte. Klar, super, also, der hat uns, glaube ich, als Verein weit vorangebracht, Gisdol, weil er diese jungen Leute eingebaut hat und hat spielen lassen, weil er aus Jakobsen gestandenen Bundesligaspieler gemacht hat, weil er Thielmann zu seinem ersten Tor verholfen hat, weil Cestic debütiert hat, Katterbach hat viel Spielzeit bekommen, auch wenn er gerade ein bisschen hinten dran ist. Muss ich ihm echt hoch anrechnen, das ist Kapital, was da geschaffen wurde, jetzt entweder als Spieler oder sogar als Geld, wenn du die Leute mal verkaufen willst, irgendwann. Aber so zu tun, als wenn er, ne, so wie Timo Horn, gibt keine Alternative quasi, das ist mir da ein bisschen too much und auch fernab der Realität. Es gibt Alternativen auf dem Markt. Man müsste halt einfach mal vielleicht kreativ werden und nicht die Telefonbuchliste von A bis Z dadurch telefonieren, sondern auch mal gucken, was links und rechts am Wegrand passiert. Ich weiß ja, dass Reik zum Beispiel mit Uwe Koschinat sehr gut leben könnte als Trainer. Weiß ich jetzt nicht. Der hat halt auch noch nie Bundesliga trainiert. Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Es reicht halt nicht immer. Der ist dann Pausen geflogen. Das muss natürlich auch erstmal jetzt auch nicht der Übertrainer, der wurde gerade. Nee, genau. Und zwar nur nach 5 Spielen, nicht nach 18 Spielen ohne Sieg, aber ja, sehe ich halt genauso. Und es reicht halt nicht immer, jemanden zu fordern, nur weil er Kölner ist. Das ist dann auch ein bisschen wenig. Spannend wird es für mich, wenn jetzt in 2, 3 Wochen Daniel Thun auf den Markt kommen wird. wahrscheinlich wird es ja so kommen. Klar, kannst jetzt auch wieder sagen, ist in Hamburg gescheitert. Andererseits in Hamburg scheitern sie alle. Da scheitert selbst ein Dieter Hecking, was ja schon eine Menge bedeutet. Den finde ich spannend, Daniel Thun, auch als Typen, einen sehr, sehr spannenden Typen. Viel Charakter, viel Rückgrat und so. Und glaube ich auch der Jugendförderung nicht abgeneigt, hat er ja auch in Osnabrück getan. Da müsste man mal gucken, aber der ist ja nicht auf dem Markt. Das ist ja nur mein kleines Hirngespinst hier. Boris Schommers, ne, ist auch ein spannender Trainer, hat es auch noch nicht ganz so gezeigt, dass er das kann bei seinen diversen Stationen. Aber auch der ist halt in Lautern gescheitert. Das schaffen auch andere. Weiß ich nicht. Also es gäbe Alternativen. Das ist Fakt. Aber jetzt gerade ist Gisdol halt so sicher im Sattel wie seit 18 Spielen nicht mehr. Insofern ist es auch ein bisschen eine Papierdiskussion. Ja, deswegen glaube ich und hoffe ich fast. Und da finde ich es in diesem Fall jetzt mal gut, dass der FC nicht nach alten Mustern gehandelt hat und gewechselt hat, weil das hat in den vergangenen 30 Jahren jetzt auch nicht so viel gebracht, immer wieder zu wechseln. Fand ich es jetzt gut, dass sie es bis hierhin durchgestanden haben. Und das müssen sie natürlich weitermachen und dann auch immer entsprechend bewerten, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist. Und wie ich gerade schon gesagt habe, diesen Traum, dass der FC seinen eigenen Nagelsmann mit Heck im Club hat, den man dann irgendwann vielleicht mal dahin entwickeln kann, dass der die Bundesliga-Mannschaft trainiert, hätte ich schon. Aber das Festhalten befürworte ich jetzt aktuell total. Ja, ich glaube halt einfach, dass ich bin da so an deiner Seite, Thomas, weil ich sehe einfach keinen, der ein Ersatz sein könnte, weil wir haben einen Sportdirektor, Horst Held, der jetzt für mich auch nicht derjenige ist, der irgendwo in, weiß ich nicht, in Belgien gucken wird, Mensch, welcher Trainer ist denn da jetzt gerade so der Neue, heißt der belgische Julian Nagelsmann bei einem mittelgroßen belgischen Verein. Das heißt, Horst Held wird sein Telefonbuch durchgehen. Und dann stehen da irgendwie so Breitenreiters, Korkutz oder wen auch immer. Und ganz ehrlich, die will ich alle hier nicht sehen. Wie oft hat er jetzt Breitenreiter schon geholt? Zweimal. Ne? Ja, dreimal. Zweimal oder so. Ne? Ja. Bei Schalke und aber auch bei Hannover. Hannover. Mhm. Und weiß ich nicht, also da sehe ich jetzt keine Weiterentwicklung als bei den Trainern. Und aber er hat auch das Doll geholt, das muss ich dazu sagen. Ja. Genau, Thomas Doll, ja. Auch schon verzweiflungsstark. Also, ne, also ich meine, genau, also das sind genau diese Trainertypen, die dann bei Horst Held irgendwo im Telefonbuch drinstehen. Und ernsthaft, ich will weder einen Doll noch einen Korkut noch einen Breitenreiter noch
wen auch immer. Also da sehe ich nicht, dass die uns signifikant weiterentwickeln werden. Also auch, was die bisher in ihren Trainerkarrieren gemacht haben. Also deshalb bin ich auch eher nicht pro Gisdol, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest der, der sagt, ja, also wenn ihr eine Alternative habt, dann zeigt mir die auf. Ich sehe sie aktuell nicht. Ja, glaube ich, ist ein guter Konsens. Gehe ich mit. Ja. Okay, dann habe ich schon angekündigt, wir haben noch ein Thema, was ein bisschen die Fanwelt des 1. FC Köln betrifft und leider ein etwas trauriges Thema ist. Das muss ich jetzt aber hier trotzdem ansprechen, weil es, glaube ich, mir, also Marco, dir und mir ein Herzenswunsch ist, da die Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam zu machen, auch mit der Bitte, sich die gleich folgende Petition mal ganz in Ruhe durchzulesen und zu entscheiden, ob ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da vielleicht eure Stimme geben wollt. Es fehlen nicht mehr so viele Stimmen, es fehlen nur noch 1600 und wir haben eine Hörerschaft von mehr als 1600, das verrate ich an dieser Stelle. Heißt also, wenn sich jeder Hörer und jede Hörerin da mal 5 Minuten mit auseinandersetzt, könnt ihr da einiges verändern für einen Mann oder vielmehr für das Andenken an einen jungen Mann. Es geht natürlich um Schwelm, ne? Den kennen viele vielleicht noch aus den letzten Folgen, aus dem letzten März, wo wir schon über seine, ja leider über sein drohendes Ableben reden mussten, dass er so schwer krank war, ganz schwere Krebserkrankung, ist dann leider auch gestorben im Juni am 14.06. Und jetzt geht's darum, dass seine Angehörigen Probleme haben mit der Stadt Neuss oder genauer gesagt dem Friedhofsamt Neuss, weil sich nämlich Schwelm in seinem letzten Willen sozusagen einen Grabstein gewünscht hat, der in den Farben Rot-Weiß erstrahlen soll. Ne, logischerweise FC, also ganz klar warum. Deswegen gehört es auch hier in diesen Podcast rein. Da sagt aber das Friedhofsamt Neuss jetzt, das können sie nicht erlauben, denn Grabsteine hätten eine gewisse Pietät und müssen in das Gesamtfriedhofsbild passen. Und das wäre nicht statthaft, da so einen rot-weißen Stein hinzustellen. Diese Petition sammelt jetzt eben Stimmen dafür, dass man vielleicht doch es ermöglicht, das Friedhofsamt da zum Umdenken zu bringen. Ich weiß, dass auch schon Gespräche mit dem 1. FC Köln stattgefunden haben diesbezüglich. Aber noch steht das Friedhofsamt auf der Meinung, wir verbieten das. Ja, und ob die Petition jetzt letztlich was ändern wird oder nicht, können wir natürlich nicht voraussagen. Aber zu zeigen, dass da eben auch Leute hinter Schwelm stehen, hinter den Angehörigen Schwelm stehen, ist, glaube ich, einfach auch für die Angehörigen ein großes Zeichen der Solidarität. Deswegen wäre meine Bitte an alle Hörerinnen und Hörer, sich diese Petition, die ich hier unten in den Shownotes verlinken werde und auch auf Twitter gleich nochmal teilen werde, sich mal anzuschauen. Und wenn ihr sagt, da stehe ich hinter, da vielleicht mit eurem Namen unterschreibt, damit die Petition ihr Ziel von 1600, die noch fehlen, erreicht. So, das wäre mein Wort zum späten Montagabend hier. Nochmal der Hinweis in Sachen Housekeeping. Jeden Tag kommt gerade im Moment eine neue Mini-Folge von Trotzdem hier in Form eines Adventskalenders. In jeder Folge reden wir über einen Spieler des Kaders. Gerade heute ist die Folge zu Tolu Arokodare erschienen, die Nummer 7 am 7. Dezember. Hört da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Ist einfach nur ein kleiner Zeitvertreib für euch. Also ne, kleine Minifolgen. Wer mal 10 Minuten Zeit am Tag hat beim, weiß ich nicht, Essen, Kochen, wie auch immer, kann da gerne reinhören. Würde uns freuen, wenn ihr da Feedback da lasst. Ein bisschen Feedback haben wir auch schon bekommen. Freut uns immer. Schreibt uns alles, was ihr denkt und meint und fühlt, in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an info@trotzdemhier.de. Und die letzter Punkt des Housekeepings, bevor ich uns hier alle verabschiede. Wir haben jetzt eure Spendengelder überwiesen. Es kam mit ein bisschen Aufrundung 550 € für die Tafeln in Köln zusammen. Dafür noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender, alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Jeder Euro, jeder Cent hilft den Tafeln. Und 550 € ist ja schon ein mega geiler Betrag. Da haben wir, glaube ich, beide nicht mit gerechnet, dass so viel zusammenkommen würde. Also wir hatten so gedacht, wenn es 200 wären, super geil. Dann haben wir uns da selber um irgendwie 150% überbieten lassen. Super cool, sehr geile Aktion. Die Tafeln werden es gerade in der Vorweihnachtszeit sehr, sehr gut gebrauchen können. Also nochmal vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender, Unterstützerinnen und Unterstützer. Ja, bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei meinem Co-Moderator. Ich bedanke mich bei Marco aus dem Ruhrpott. Immer gerne. Du bist auf Twitter als @ruhrpott_hennes zu finden, wer dir dort die Meinung geigen möchte.
kann gerne kommen. Besonders kann sich gerne hinter Thomas Müller anstellen. Besonders würde ich mich freuen, wenn Maxi Adolf dir da schreiben würde und dich mal einladen würde zur Kneipenschlägerei. Kann er gerne machen. Woran du bist. Ich kann mich auch gerne zu einem, weiß ich nicht, wenn Corona vorbei ist, zu einem Milchkaffee einladen, um meine Meinung zu revidieren. Ich bin da gerne bereit. Vielleicht ins Elbandi-Schulzentrum in Wolfsburg. Ja. Vielleicht kann der Thomas da ja was arrangieren. Ja, ich sag gerade, ich kann da vermitteln, das ist kein Problem. Und du wirst ihn sehr mögen. Filmt das bitte für unseren YouTube-Kanal. Ich lass mich überraschen. Ich lass mich überraschen. Genau. Apropos YouTube-Kanal, habe ich gerade noch vergessen zu sagen. Wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal. Auch trotzdem hier. Das Schöne daran ist, auf YouTube. Muss uns nicht sehen. Das ist auch sehr schön, das ist sehr vorteilhaft. Genau. Aber noch schöner ist, es gibt dann nämlich Untertitel. Und Untertitel machen den Podcast ein Stück weit barrierefreier. Das heißt, Menschen, die vielleicht ein bisschen hörgeschädigt sind oder beeinträchtigt am Gehör sind, können den Podcast jetzt auch visuell verfolgen durch Untertitel. Die sind von YouTube automatisch generiert. Das heißt, nicht immer komplett 100% akkurat. Und Namen wie zum Beispiel Rex Bejay kann YouTube eben nicht als Untertitel abbilden. Da kommt dann irgendwie, weiß ich auch nicht, rechts abbiegen bei raus oder sowas. Aber vielleicht hilft es ja euch ein bisschen, wenn ihr Probleme mit den Ohren habt oder unsere Soundqualität so schlecht ist, da auf YouTube halt dem Podcast folgen zu können. Und dann könnt ihr auch heute den wunderbaren Expertisen von Thomas Hiete vom Kicker lauschen. Vielen Dank, lieber Thomas, dass du da gewesen bist. Ich danke auch. Immer wieder gerne. Dich findet man auf Twitter unter @grafhiete, wenn ich mich nicht irre. Ja, das stimmt. Genau, auch da kann man dann in Kontakt mit dir treten. Genau, und da auch wahrscheinlich Feedback dalassen. Jo, in dem Sinne, schön, dass ihr beiden da wart. Marco, du bist der Europa-Tennis, ich bin KY Lennep und wir beiden sind trotzdem hier.